So, willkommen Freunde, es kann weitergehen. Wir zocken weiter Little Hope in der Hoffnung, mal rauszufinden, was hinter der ganzen Geschichte steckt. Um auch mal zu schauen, Der ob wir hier in Nebel der wird Stadt schlimmer. irgendwem finden, der uns helfen kann. War das nicht vorhin auch schon mal gesehen? Oh. Rock'n'Roll. $2,50, Alter. Das waren aber coole Eintrittspreise, muss ich sagen. Daniel, das musst du sehen. Der sieht aus wie Was er. denn? Du hast nie was von der Karriere als Gitarrist gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? Ja, das ist schon seltsam, Vielleicht war der Nebel der dass die Grund für sich die immer in der Umleitung. Vergangenheit Wir irgendwie sollten nie sehen von ihr als wegkommen. Double. Und die scheinen alle irgendwie eine Vergangenheit in dieser Stadt zu haben und daher kennen die das auch alle. Und ich wette mit euch, der Lehrer Ich sehe gar nichts. kennt bestimmt ein paar Geheimnisse mehr. Deswegen war der am Anfang auch so, ja, Little Hope Himmel! kenne ich und ui. Das Wasser ist schwarz. Das war aber Damit will ich knapp. nichts zu tun haben. Scheiße, ey, die Brücke ist eingestürzt. Okay. Wer zuerst? Professor, du meinst auch du hast das Sagen. Also. Okay, sicher doch. Ist das auch sicher? Kein Stress. Werden wir Der sehen. Prof und ich bringen dich rüber. No problemo. Ja, wir kriegen dich schon rüber. Gar nicht so schlecht, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass man am Rand auch lang gehen kann. Ich wäre mehr so in der Mittelplanke lang gegangen, wenn da noch so ein paar Reste Mein gewesen Gott, wären. was jetzt? Du hast recht, wir müssen hier. Alter, übel. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still das kann für doch nicht ihre deren Seele. Ernst sein, oder? Ich tat nichts Falsches! Ich bin keine Hexe! Ich verdiene nicht den Tod! Ich bitte euch! Verwirrt, warum siehst du Angel? Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir! Ihr müsst mir helfen! Ihr müsst! Der Teufel ist im Wind! Will den Seinen helfen! Alter, er will ihre Ketten lösen! Dieser Mann von der Kirche, Isaac, der geht wir mir schnell so zu auf einem den Ende! Sack. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Der Teufel mit dem ist mit dem Pfarrer hier, der so bösartig ist. Ihr könnt das nicht tun! Isaac, ich bin unschuldig! Vollstreckt das Urteil! Helft mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns zu holen spät. kommt! Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen!
Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Ach, Reverend ist das. Also ein Reverend. Ja, siehst du, ich hab doch gesagt, ihr ertrinkt. Scheiße, ey. Gemeine. Und die ist ja dann nachher am See wahrscheinlich, die dann nach oben gekommen ist. Wo ich dachte, das wäre ein Zombie, aber vielleicht ist sie ja gar nicht die Böse. Vielleicht ist sie auch dann eine Gute, obwohl sie als Geist wiederkommt. Was habt ihr gesehen? Sagt schon! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Ich sage auch immer die Wahrheit, weil ich das absolut nicht abkann, wenn man so Daily Soap sieht, hier wie GZSZ oder so, und die 5 Sendungen lang überhaupt nichts sagen, obwohl das so einfach wäre, mal die Wahrheit zu sagen, um dann die Probleme zu lösen. Aber nein, man muss spannend halten und sowas kann ich ja nicht ab. Deswegen sage ich immer, was ich gesehen habe, sage immer die Wahrheit und dann habe ich auch keine Probleme. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Ja, für so eine alte Frau ist das ganz schön hart, finde ich. Hätte man ja ein bisschen auffangen können. Ich habe doch gesagt, dass die auftaucht. Was zur Hölle ist das? Aber ich kann ja eigentlich... Ja, eigentlich kann sie ja nicht böse sein. Weil sie wurde ja umgebracht. Und sie wollten... Sie wollten ihnen ja, ihr ja helfen, also glaube ich nicht, dass Shit. Sie dem was Böses will. Lass auch wenn es jetzt so aussieht. Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! Schnell, greif nach meiner Hand! Spring und greif meine Hand! Okay, ich vertraue dir. Die kann nicht böse sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Die war vorher eine liebe Frau, die war... Die wurde der Hexerei bezichtigt, obwohl es nicht war. Und die wollten ihr helfen. Warum sollte sie denn jetzt böse sein, auch wenn sie tot ist? Ich kann mir nicht vorstellen. Auch wenn sie jetzt gut aussieht oder so. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, die ist am Ende gut. Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Echt? Oh, das wusste ich nicht. Also. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Zu spät jetzt. Aber warum die hätten wir denn eine Waffe gebraucht? Interessante Ideen.
Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oh, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Ich glaube nicht, vielleicht dass sie tot sind. Weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Stimmt, an den Busfahrer habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Ja. Ah, da freut er sich. Also schön. Danke. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Okay. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehnes, und wie er, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Ach, danke, das ist ja nett. Ich habe wirklich keinen Charakter verloren, aber ich dachte, das wäre normal. Den scheine ich ja gar nicht so schlecht gehandelt zu haben. Ja, ein bisschen Verstand. Halt! Zusammenhalt. Okay, dass sie jetzt alle laufen hier irgendwie, naja. Und nicht aufeinander Rücksicht nehmen, ist natürlich Mist. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. Aber auch krass, ne? Die anderen beiden sind weg. Ich fühle mich hier nicht sicher. Und sie gehen einfach weiter. Naja. Okay, hier liegt was. Oh, hier sind überall Grabsteine. Hier liegt Abraham Alastair, verstorben am 13. Februar 1699. Alter, heftiger Grabstein, ey, uralt. Das Ding ist noch hinter mir her. Es holt uns nicht ein, solange wir nicht anhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich glaube ja auch nicht, dass das irgendwie böse ist oder so. Wie gesagt, also, kann mir nicht vorstellen. Oh, hier sind wahrscheinlich die Leichen von dem Haus, ne, die alle verbrannt sind. Oder? Ja. N. Clark. So, und jetzt ist wieder interessant. Hier sind frische Blumen, ne?
Muss ja einer hingestellt haben. Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Ja. Liebte Tochter und Schwester. Geliebter Sohn und Bruder. Tragisch, wenn jemand so jung stirbt. Okay, das ist nur ein Sonnensymbol oder so. Uns jetzt nicht an. Für uns war, glaube ich, ausschlaggebend, dass wir die... Warte mal, da steht Exit. Nehmen wir mal die Richtung. Für uns war ausschlaggebend, dass wir die 5 Gräber gefunden haben. Weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken! Schnell! Mist! Scheiße. Alles gut? Ich habe wieder nur A gesehen und... Ach ja, alles klar. Oh. Mann, habe ich Glück gehabt. Alter Spinner. Ich will einfach meine Ruhe. Wunder, dass ihm da irgendwie nichts passiert. Ja, den braucht man nicht aus dem Weg gehen. Den würde ich als, auch wenn ich den nicht mag, würde ich den als Partner auf jeden Fall nehmen. Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Es ist wie bei S, ne? Da ich sehe mich so drin um. Heftiges Haus. Und da passiert bestimmt wieder irgendwas Komisches. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich bin immer noch der Meinung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass die Frau, die ertränkt wurde, dass die... Wie geht's? Und ob es mir gut geht? Mal überlegen, eine radioaktive Mutantin ist hinter unseren Freunden her. Oh, kleiner Synchronisationsfehler. Ehrlich gesagt habe ich den Unfall immer noch nicht ganz verdaut. Ach, richtig. Den Unfall gab's ja auch noch. Das wird immer besser. Aber wir können echt froh sein, dass wir das alles bis jetzt überlebt haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Nichts gehört. Okay, Witch Trail. Historischer Pfad von Little Hope, Hexenpfad. Oh. Okay, uns bleibt ja nichts anderes übrig, aber wohl ist mir dabei nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Touristenhochburg. Gerade von Little Hope. Nicht mein Lieblingsreiseziel.
Unsere historische Stadt aus der Vogelperspektive. Na, nett. Ich hoffe, wir kommen hier unbeschadet durch. Hier drüben. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Ich habe so eine Holzbrücke im Moor schon mal gesehen. Shit. Und zwar am... Du gehst zuerst, oder? Stein, du bist oder leichter mehr. Als ich. Da haben wir mal Geh eine du vor. Nachtwanderung ich gemacht. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Geil. Wenn wir die anderen so finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Okay, die haben wir doch ganz gut gemeistert. Was ist das? Mann. Ja, da können wir nicht drüber nachdenken. Wir müssen einfach geradeaus gehen, ne? Oder hier lang. Okay, da liegt wieder was. Wieder eine Wegbeschreibung. Siehst du das? Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutliche Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozess von Little Hope hingerichtet wurde. Shit. Verschwinden wir. Ja. Daniel! Lassen Sie uns los! Still. Bitte. Heftig. Mary! Mary! Ich bin hier drüben. Mary. Der Quell des Bösen ist hier. Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Und all das wegen ihr. Mary. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Er hätte ja auch eben mal fragen können. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Wer ist John? Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Ich glaube ja auch immer noch, dass das Mädchen gut ist. Aber am Ende werde ich wahrscheinlich wieder eines Besseren belehrt. Die müssen in das Haus rein. Würde mich nicht wundern, wenn es wieder so ist, dass da irgendwie nichts. Was im Boden ist. Hier gibt's kein Telefon. Ein Loch. Okay, Brunnen. Also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Obwohl er ist ja wieder rausgekommen. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Folgen wir ihr. Hast recht. Wir folgen ihr. Sie ist die Schlüsselfigur. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten?
Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Hey, warte auf uns! Hush. Rehe oder Rabenvogel? Widerlich! Leute, immer spannend. Seid ihr das? So, Freunde, und weil es gerade so spannend wird, machen wir an dieser Stelle nicht Schluss. Dass wir hier noch ein bisschen arbeiten. Ah, shit. Ah. Ja, komm, das schaffen wir. Ah, mit Brunnen im Haus, okay. Ist jetzt hier ein anderer Brunnen, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir es doch hier noch zu Ende spielen. Macht ja keinen Sinn, jetzt mittendrin aufzuhören. Es hört nicht auf. Oh, bitte Gott. Wobei, Freunde, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, wo es gerade spannend wird. Und sehen uns dann im nächsten Teil. Und schau mal, ob wir es dann schaffen. Bis dahin.